Herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe des Podcasts Was ist Populismus? Der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz. In diesem Podcast geht es um Erscheinungsformen, Arten und Funktionen des Populismus, die diskutiert und analysiert werden. Bei mir ist heute Ture Alting. Er ist Mitarbeiter der Initiative Spiegelbild aus Wiesbaden und wir unterhalten uns über Verschwörungstheorien. Lieber Ture, vielen lieben Dank, dass du an dem Podcast teilnimmst. Ich möchte mit einer sehr allgemeinen Frage ansteigen. Was verstehst du denn unter Verschwörungstheorien und könntest du kurz die Grundstruktur von Verschwörungstheorien beschreiben? Erst einmal vielen Dank für die Anfrage, über die ich mich sehr gefreut habe. Um auf deine Frage einzugehen, ganz knapp formuliert würde ich sagen, dass Verschwörungstheorien falsche und irrationale Welterklärungen sind, die eine komplexe Gesellschaft vereinfachen und die gesellschaftlichen Widersprüche in einem Feindbild scheinbar auflösen. Die gemeinsame Schnittmenge von fast allen Erscheinungsformen von Verschwörungstheorien besteht, denke ich, in der Fantasie, dass es eine kleine, verschworene Elite gibt, die die Geschicke der Welt lenken. Diese kleine Elite ist global vernetzt und würde aus dem Hintergrund heraus agieren, die Fäden ziehen und über die Mehrheit der Menschen Unheil bringen wollen. Hierbei würde ich sagen, gehen fast alle Verschwörungsideologien direkt oder indirekt auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion zurück. Ein antisemitisches Machwerk, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland entstanden ist. Dies verweist zum einen auf den strukturellen Antisemitismus, der in fast allen Verschwörungsideologien angelegt ist, und zum anderen auf die Epoche, in der Verschwörungstheorien mit einem systematischen Charakter entstanden sind. Samuel Salzborn schreibt in seinem Buch Globaler Antisemitismus, dass Verschwörungsideologien mit einem solchen systematischen Charakter, also Verschwörungstheorien mit dem Anspruch, die ganze Welt zu erklären, im Zuge der Aufklärung entstanden seien. Die Aufklärung habe den Menschen aus einer religiös vermittelten, sinnstiftenden Unfreiheit in den Stande einer sinnlosen Freiheit entlassen. Also die christlichen Heilsversprechen hätten die Pein des Diesseits durch das Versprechen auf das Jenseits erträglich gemacht und dieser Pein damit auch einen Sinn gegeben. Das fiel dann in der Aufklärung weg. Und diese Fantasie oder vielleicht besser gesagt dieser Glaube, dass es eine geheime Elite gäbe, die für alles Böse in der Welt verantwortlich ist, kann sinnstiftend wirken. Außerdem kann dieser Gedanke, dass man einer der wenigen sei, der jetzt diesen Geheimplan durchschaut hätte, auch ein Gefühl der Macht vermitteln, anstatt der Ohnmacht, die man schnell empfinden kann in Verhältnissen, die man nicht durchschaut, die komplex sind mit abstrakten Herrschaftsformen. Und insofern können Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien vielleicht auch unter so einem Charakter einer Alltagsbewältigung oder einer falschen Alltagsbewältigung verstanden werden. In Bezug auf Populismus taucht der Begriff Verschwörungstheorien auch häufig auf. Könntest du das Verhältnis zwischen Populismus und Verschwörungstheorien kurz beschreiben? Zuerst würde ich sagen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, die jedoch eine gewisse Strukturverwandtschaft besitzen, beziehungsweise eine gemeinsame Schnittmenge in ihren Erscheinungsformen. Ich würde vielleicht zuerst ganz kurz was zu den Gemeinsamkeiten sagen, um dann nochmal auf die Unterschiede einzugehen. Sowohl in der populistischen Rhetorik als auch in verschwörungsideologischen Erklärungen stellt man sich nicht der Komplexität der Gesellschaft. In beiden Fällen reagiert man nicht auf Fakten und Empirie, sondern zieht Zusammenhänge, wo eigentlich keine sind, und bietet personifizierte Erklärungen oder vielleicht besser gesagt klare Schuldzuweisungen für komplexe Zusammenhänge und für gesellschaftliche Widersprüche. In beiden Fällen findet man ein polarisiertes Denken. Bei Populisten kennt man das ja, dass oft mit einem unterstellten Volkswillen argumentiert wird, gegen das klare Feindbild der Eliten. Und diese beiden sich wie schwarz und weiß gegenüberstehende Pole von Volk und Elite findet man, wie ich gerade schon bereits angedeutet habe, auch bei Verschwörungsideologien. Außerdem emotionalisieren beide. Und daher finden sie auch einen fruchtbaren Boden bei den Ängsten und Überforderungen und Unsicherheiten von Menschen, eben wegen dieser klaren Eindeutigkeit. Und damit erklärt es sich auch, warum beide in Krisenzeiten eine Hochkonjunktur haben, wie man aktuell auch sehen kann. Um das vielleicht ganz kurz nochmal zusammenzufassen, die Gemeinsamkeiten liegen in der Faktenresistenz, also in der Ablehnung des Verstandes, in diesem Anti-Elitarismus, in dieser Rhetorik gegen die da oben, kurz gesagt in der Personalisierung, in der
Polarisierung und in der Emotionalisierung von politischen oder von gesellschaftlichen Vorgängen. Und daher treten sie oft auch gemeinsam auf. Und sie haben, das kann man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, beide ihren Ursprung im 19. Jahrhundert in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, in den Modernisierungsprozessen und den damit einhergehenden Sinn- und Orientierungskrisen. Der große Unterschied, würde ich sagen, der besteht darin, dass der Begriff des Populismus auf eine Strategie der politischen Vermittlung verweist, wohingegen Verschwörungsideologien auf ein klares, geschlossenes Weltbild hinweisen, also auf eine Ideologie, die den Anspruch hat, die ganze Welt zu erklären. Also damit gehen dann so wahrnehmungspsychologische Mechanismen noch oft einher, die bei Populisten nicht unbedingt vorhanden sein müssen. Auf diese wahrnehmungspsychologischen Mechanismen können wir vielleicht später noch ganz kurz zu sprechen kommen, wenn wir auf die aktuelle Gefährdungssituation zu sprechen kommen. Okay, dann möchte ich aber genau an deinen vorletzten Punkt anknüpfen, nämlich du hast auf der einen Seite gesagt, dass wir Strukturen haben, die sich sehr ähneln, sowohl im vor allem Rechtspopulismus als auch in den Verschwörungstheorien. Würdest du dann sagen, dass durch diese Strukturebene, gerade im Rechtspopulismus, der ja relativ häufig, beziehungsweise einzelne AkteurInnen des Rechtspopulismus relativ häufig ja mit auch verschwörungstheoretischen Bildern arbeiten, dass dieses Arbeiten damit dem Rechtspopulismus immanent ist? Oder würdest du eher sagen, weil du es eben auch angesprochen hast, dass es eine Strategie ist, um einen gewissen Teil der Bevölkerung, die nah an Verschwörungsglauben dran sind, eher abzugreifen und dort eigene Inhalte zu framen? Wegen der dargestellten Strukturverwandtschaft würde ich zumindest sagen, dass es im Rechtspopulismus sehr viele Anknüpfungspunkte für Verschwörungsideologien gibt. Ob sie jetzt dem Rechtspopulismus immanent sind, da wäre ich mir unsicher, eine eindeutige Antwort zu geben. Vielleicht kann man es auf den Satz bringen, dass Verschwörungsideologien grundsätzlich populistisch nach außen treten, während man populistisch agitieren kann, ohne ein klar geschlossenes Weltbild zu besitzen. Was man aber dazu sagen muss, ist, denke ich, dass diese Verschwörungsmythen grundsätzlich sehr wichtig für rechte Strukturen, für Rechtspopulismus sind. Samuel Salzborn spricht auch davon, dass dies ein Glaube sei, ein Verschwörungsglaube wieder des Denkens, der die politische Rechte spektrenübergreifend zusammenhalte. Bei einzelnen Akteuren oder AgitatorInnen würde ich aber vielleicht eher von einem instrumentellen Verhältnis zu Verschwörungstheorien sprechen oder vielleicht auch von einem instrumentell-populistischen Verhältnis. Vielleicht kann man das an dem Beispiel Martin Sellner und an der Migrationsmetapher des großen Austauschs verdeutlichen. Also diese Migrationsmetapher, die ja auf Renaud Camus zurückgeht und eben so einen geheimen Plan hinter Migrationsbewegungen impliziert. Martin Sellner hat sich in verschiedenen Videos davon distanziert, dass er damit meine, dass es eine geheime Elite gäbe, die jetzt die Fäden ziehen würde hinter Migrationsbewegungen. Und er distanziert sich in diesem Zusammenhang auch immer wieder von so plumpen Rothschild-Verschwörungstheorien. Gleichzeitig spielt er aber immer wieder mit Codes von Verschwörungstheorien und hat zum Beispiel auch dieses Feindbild, oder er ist sehr auf dieses Feindbild Soros fixiert, was ja ein Code oder beziehungsweise ein jüdisches Feindbild für moderne rechte Antisemiten ist. Und insofern, also natürlich kann man nicht in den Kopf von Martin Sellner reinschauen, aber da würde ich eher von so einem instrumentellen Verhältnis sprechen, weil er ganz genau weiß, dass er mit dieser verschwörungsideologischen Rhetorik sein Klientel mobilisieren kann. Und vielleicht führt das jetzt da nochmal zu weit, aber was ich auch wichtig finde, ist, dass man nicht vergessen sollte, dass Verschwörungsideologien ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sind, überall vorkommen, auch in der politischen Linken in gewisser Weise ein genuines Problem sind, wo man sich schon allzu oft mit einer falschen Kapitalismuskritik aufgehalten hat, die sich dann nur auf das Finanzsystem konzentriert, was man auch in dieser Occupy-Parole "Wir sind die 99%" sehen kann. Aber wirklich ganz tief verankert ist es vor allem in der politischen Rechten, würde ich sagen. Okay, vielleicht ganz kurz für alle ZuhörerInnen. Martin Sellner ist der aktuelle Chef der Identitären Bewegung Österreich. George Soros ist ein international agierender Mensch, der sehr, sehr stark für Zivilgesellschaft eintritt, für Liberalisierungsprojekte, gerade in den ehemaligen Ländern der UdSSR. Nur das als Kontextualisierung.
Ich möchte noch auf eine aktuelle Situation eingehen. Du hast vorhin auch schon angedeutet, die Gefahr durch Verschwörungstheorien. Wir erleben gerade in der Covid-19-Situation, dass Verschwörungserzählungen sehr, sehr präsent sind und Menschen tatsächlich auch zu politischen Handlungen antreiben. Manche Demos gegen die Covid-19-Einschränkungen in Deutschland hatten bis zu zehntausende TeilnehmerInnen, auf denen es ganz viel Verschwörungsideologie nach außen getragen worden. Wie hoch ist denn deiner Meinung nach die Gefahr, dass durch Verschwörungstheorien aktuelle politische Entscheidungen mitgestaltet werden, beziehungsweise so Erzählungen tatsächlich Einfluss auf politische Durchsetzung vor Ort geschehen? Was ich in diesem Zusammenhang zuerst sehr wichtig finde, ist, dass man dieses Gefahrenpotenzial von dieser Anti-Corona, Anti-Covid-19-Agitation, von der du ja gerade auch schon gesprochen hast, dass man da das Gefahrenpotenzial nicht unterschätzen darf. Sei es durch diese sogenannten Hygienedemos, durch die sogenannten alternativen Medien wie KenFM und wen es da sonst noch gibt, oder auch durch die vielen Telegram-Kanäle von Xavier Naidoo, Attila Hildmann und so weiter. Die Attentate von Halle, Hanau, Christchurch und Pittsburgh, und die Liste kann man ja weiterführen, haben gezeigt, dass Verschwörungsideologien mit Antisemitismus und Rassismus zusammenhängen und als wahnhaft geschlossenes Weltbild mit paranoiden Zügen zu mörderischen Taten führen können. Und dies ist eine Gefahr, denke ich, der aktuellen Situation. Eine weitere Gefahr besteht, denke ich, darin, dass diese sogenannten Ängste von den Protestierenden jetzt ernst genommen werden könnten, wie es im Zuge der Pegida-Proteste ja auch geschehen ist. Und dies ist gefährlich, da dies zutiefst irrationale, von der Realität entkoppelte Ängste sind. Und der Sozialpsychologe Rolf Pohl warnt eindringlich davor, diese Wahrheit des Gefühls ernst zu nehmen in diesem Zusammenhang. Und er spricht von einer Pervertierung der Wahrnehmung, die da geschieht. Also, dass man meint, dass die Wahrnehmung Realität sei und man sich dann seine Umwelt entsprechend der Wahrnehmung zurichtet. Was das bedeutet, kann man vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar, wenn man sich aktuell Interviews von Teilnehmenden der sogenannten Hygienedemos anschaut, dann wird man sich komplett widersprechende Erklärungen der aktuellen Krise anhören können. Also, dass die einen meinen, dass Covid-19 komplett harmlos sei, und andere wiederum sagen, dass es eine Biowaffe gezüchtet in Laboren von der Impflobby sei und so weiter. Also etwas, was sehr widersprüchlich ist. Und die Psychologin Pia Lamberti aus Mainz denkt, dass viele Demonstranten sowas gleichzeitig glauben könnten, und verweist darauf, dass es Studien gibt, die sich mit Verschwörungstheorien rund um Lady Diana auseinandergesetzt haben. Und diese Studien haben herausgefunden, dass Menschen, die glauben, dass Lady Diana durch den britischen Geheimdienst ermordet wurde, oft auch glauben, dass Lady Diana noch lebe, also was sich faktisch gegenseitig ausschließt. Und hier kann man vielleicht nochmal mit Samuel Salzborn anschließen, den ich vorhin schon erwähnt habe, der auch immer wieder sagt, Verschwörungstheorien werden nicht geglaubt, obwohl, sondern weil sie falsch sind. Und daher sind es eben oft zutiefst irrationale und antidemokratische, gefährliche Ängste, an denen man auf keinen Fall sein politisches Handeln ausrichten sollte und dem man auch nicht eine zu große Öffentlichkeit geben sollte. Und darin sehe ich eine Gefahr der aktuellen Situation. Vielen lieben Dank. Als letzte Frage, die schließt wunderbar an deinen letzten Satz quasi an. Hast du ein paar praktische Hinweise für unsere ZuhörerInnen, was sie tun können, wenn in ihrem Umfeld Verschwörungstheorien aufploppen, wenn sie damit konfrontiert sind, sei es jetzt in der Familie oder sei es über soziale Netzwerke wie Facebook oder in der WhatsApp- oder Telegram-Gruppe? Sowas ist natürlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, da sie situativ und sehr kontextabhängig ist. Ich würde da vielleicht zuerst zwischen dem privaten und dem öffentlichen Bereich unterscheiden. Und im privaten Bereich würde ich mich zuerst über die Frage nähern, wie gut die Beziehung zu dem Menschen ist. Und wenn man eine sehr gute Beziehung hat, würde ich, glaube ich, eher versuchen, so die Motivation für die Verbreitung von Verschwörungsmythen herauszufinden. Also ob es vielleicht eine aktuelle Notlage gibt, ob es Existenzängste gibt und so weiter, weil das, denke ich, besser sein kann, um sich damit auseinanderzusetzen, als sich jetzt auf eine Diskussion einzulassen, wegen dieser Faktenresistenz, von der wir vorhin gesprochen haben. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht gerade im familiären Kontext vielleicht auch nicht darum herumkommt, sich mal auf so eine Diskussion einzulassen. Und es kann ja auch sein, dass jemand nur Versatzstücke von solchen Verschwörungsmythen gehört hat, die man dann auch faktisch widerlegen kann.
Und da gibt es im Internet viele gute Ratschläge und Argumentationshilfen. Zum Beispiel gibt es diese Seite Der goldene Aluhut, und da werden sehr anschaulich solche Verschwörungstheorien widerlegt. Und da kann man sich dann auch so eine Argumentationshilfe hören. In der Öffentlichkeit, jetzt gerade in sozialen Netzwerken, in den Kommentarspalten, da würde ich die Frage stellen, wen man adressieren möchte. Ob man die Person adressieren möchte, die Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien verbreitet, oder ob man die sogenannten stillen Mitlesenden erreichen will. Und da wäre mein Adressat, meine Adressatin, wären in diesem Zusammenhang immer die stillen, die stillen Mitlesenden, damit sowas nicht unkommentiert bleibt. Und da würde ich auch mit Fakten vielleicht darauf eingehen oder Fakten als Widerlegung anführen oder auch klar und eindeutig sagen, hier werden Verschwörungstheorien verbreitet und das ist gefährlich. Ja. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort zur letzten Frage. Mir bleibt allen ZuhörerInnen auch nur zu danken, dass Sie zugehört haben. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.